Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Monaco. 6 Länder, 4 Tage und gut 1300 Kilometer. Mit dem Mazda MX-5 über die Alpen an die Côte d'Azur. Das ist die Kurve deines Lebens. Die Idee hatten wir vor ungefähr einem Jahr. Der neue MX-5 steht in den Startlöchern. Was machen wir mit diesem Auto? Und eins wissen wir, Fahrspaß pur ist angesagt. Das, was unsere Ingenieure mit dem neuen MX-5 beschreiben, Jinbei Itai, also Fahrer und Auto eine Einheit, das kannst du nur auf so Straßen erleben und das wird eine Menge Spaß. Fast ein Jahr lang plante Mazda das Event. Jetzt steht die Strecke über legendäre Pässe und Straßen fest. Über 2200 Kurven warten auf die Teilnehmer. In München fällt um Punkt 10 Uhr der Startschuss für den 11 Fahrzeug starken Tross. Wir begleiten unsere 3 Autobild-Lesergewinner. Ich bin der Robert, ich bin 25 Jahre alt. Mein Name ist Achim Gulde, ich bin 42 Jahre alt. Mein Name ist Sascha Fotteler, ich bin 39 Jahre alt. Robert und Achim teilen sich einen MX-5, Saschas Co-Pilot, Autobild-Redakteur Dennis Voth. 406 Kilometer gilt es heute zu meistern. Die Strecke führt über Österreich bis nach Italien. Ziel ist der kleine Ort Bormio. Es ist ein Riesenabenteuer. Ich freue mich total drauf. Ich habe da einen riesen Bock drauf. Und jetzt hoffen wir doch einfach mal, dass das Wetter noch schön bleibt und wir die ganze Zeit mit dem offenen Cabrio fahren können. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Auto so schlägt. Ich denke, es hat alle Voraussetzungen, damit wir eine richtig geile Tour haben. Durch enge Kurven schneidend klettern die Teilnehmer in ihren Roadstern dann die Pässe hoch, bis sie das Timmelsjoch erreichen. Der seit 1919 bestehende Alpenpass liegt auf 2509 Metern Höhe. Nach einer kurzen Rast geht es weiter. Die Sicht in dieser Höhe gleicht einer Waschküche, was aber nicht das Fahrvergnügen mindert. Wir sind nur am Genießen. Auch mit den widrigen Wetterumständen lassen wir uns nicht abschütteln und geben in jeder Kurve Gas. Ach, ich vertraue ihm da soweit schon. Er hat das Auto gut im Griff. Und ja, was bleibt mir auch anderes übrig? Ja, wenn man sitzt halt. Mit warmen Hintern und kühlem Kopf geht es weiter. Die Teilnehmer haben sich schon in München eingeschworen und entschieden, wir fahren bei jedem Wetter offen. Bis zum Ziel der Côte d'Azur soll die Mütze unten bleiben. Das bleibt rund 7 Stunden später immer noch so. Es ist bereits dunkel, als die Teilnehmer die letzten Kilometer nach Bormio fahren. Außentemperatur 6 Grad. Um 20.30 Uhr ist das heutige Etappenziel geschafft. Ja, ich war zufrieden. Ich konnte sehr viel von den Passstraßen fahren und war froh, so einen tollen Beifahrer zu haben, der nicht gleich nach den ersten 5 Kehren gesagt hat, jetzt will ich wieder ans Steuer. Das macht er denn morgen, wa? Ja, ich meine, fahren will man natürlich immer selbst, aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Der zweite Tag startet früh. Immerhin wartet heute die längste Etappe auf die Teilnehmer. 452 Kilometer. Von Bormio aus geht es über den Forcolla-Pass auf 2315 Metern. Von hier aus geht es in die Schweiz und weiter nach St. Moritz. Direkt hinter dem exklusiven Luxusörtchen wollen Achim, Robert und Sascha mal alles rausholen aus ihrem Roadster. Der MX-5 der Teilnehmer ist mit 160 PS gerüstet. Der Vierzylinder hat ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern und sprintet von 0 auf 100 in 7,3 Sekunden. Topspeed sind 214 km/h. Was diese Leistung besonders macht, ist das geringe Gewicht des Roadsters. Gerade mal knapp 1000 Kilo bringt der offene Japaner auf die Waage. Die sogenannte moderne Kunststraße, ein Abschnitt des Molocha-Passes, bietet mit seinen über 22 Kurven auf gerade mal 3 Kilometern die perfekte Teststrecke. Ich muss sagen, Bremse, Lenkung, Getriebe, das passt alles wirklich sehr gut zusammen. Wir haben jetzt hier schon sehr viele Passagen fahren können und hatten da recht viel Spaß. Durch das geringe Gewicht, den Heckantrieb, fährt sich das Auto unglaublich agil, ist schön leicht, auch am Heck. Und das ESP lässt auch leichte Drifts zu, ist gut abgestimmt. Richtiges Go-Kart-Feeling, also man kann das Fahrzeug richtig präzise in die Kurven und aus den Kurven heraussteuern. Und man gewinnt auch nach wenigen Metern sofort ein Vertrauen zu dem Fahrzeug, um auch ein bisschen sportlicher um die Ecken das Fahrzeug zu bewegen. Mit dem Vertrauen in das Auto gewinnen die Teilnehmer auch zusehends immer mehr Sicherheit beim Fahren. Jetzt schlägt die Stunde von Christian Bittmann.
Der Fotograf begleitet uns seit München. Jetzt aber hat er die Gelegenheit, auch dynamische Bilder zu machen. Der dritte Tag. Turin, Monte Carlo, 397 Kilometer, 11,5 Stunden angesetzt. Nach 2,5 Tagen im Mazda MX-5 haben die Teilnehmer nicht nur Gelegenheit gehabt, die atemberaubenden Straßen und Landschaften zu genießen, sondern ihren Roadster immer besser kennengelernt. Während der ersten Rast am heutigen Tage nutzen Achim, Robert und Sascha die Zeit, sich über den Kurvenräuber auszutauschen. Ja, also als Alleinstellungsmerkmal gefällt mir das Dach besonders gut, einfach weil es manuell zu bedienen ist. Das passt einfach zu diesem puristischen Konzept. Man wirft es nach hinten, 10 Sekunden ist es erledigt, man holt es wieder vor mit einem Handgriff. Also eindeutig die Recaros. Also fürs Kurvenfahren, fürs sportliche Fahren passen die perfekt, die schließen dich perfekt ein, die geben dir super Halt, du kannst damit durch die Kurven heizen, ohne Seitenhalt zu verlieren. Und sie geben dir auf langen Etappen trotzdem noch genügend Restkomfort. Einfach spitze. Also ich sage, das ist das Konzept des Mazda MX-5. Es ist in seiner Preisklasse das einzige Fahrzeug, was Hinterradantrieb hat. Schönes Cabrios. Wir haben jetzt auch gesehen, dass man mit dem Gepäck für 3 Tage, 4 Tage bequem reisen kann. Man kann sportlich durch die Alpen fahren, man kann aber auch schön auf der Autobahn cruisen. Von daher muss ich sagen, ist das Gesamtkonzept MX-5, was mich da so überzeugt. Die Teilnehmer nähern sich jetzt dem Col de la Bonette. Dieser Pass führt durch eine einmalige, gewaltige und imposante Bergmassivkulisse. 2715 Meter. Nirgends geht es höher, sofern man die Alpen mit dem Auto überquert. Und auch der nächste Streckenabschnitt hat es in sich. Hier schießen normalerweise Rennprofis durch die engen Kurven. Der Col de Turini auf 1607 Metern Höhe ist Teil der berüchtigten Rallye Monte Carlo. Dadurch animiert, geht es mit schwerem Gasfuß immer schneller Richtung Küste, bis sich die Häuserschluchten des Fürstentums Monaco auftun. Hier lassen es sich die drei natürlich nicht nehmen, mit dem MX-5 über die legendäre Formel-1-Strecke zu fahren. Wunderbar, großartig. Also mit Sicherheit nicht ganz so schnell wie die Formel 1, aber immer ein harmloses Gefühl. Und gerade die Löwskurve durch, also großartig. Einfach nur toll. Macht einfach Spaß, hier mit dem MX-5 die Kurven nachzufahren, die richtigen Formel 1-Piloten fahren. Perfekter Abschluss, würde ich sagen, für den heutigen Tag und für die gesamte Reise. Oder fast die gesamte Reise. Genau, denn es geht ja noch weiter nach Nizza. Früh am nächsten Morgen brechen Achim, Robert und Sascha auf, um die letzten wenigen Kilometer zu genießen. Der vierte Tag führt die drei über die atemberaubende Küstenstraße Grand Corniche, die den zweitkleinsten Staat der Welt mit Nizza, dem endgültigen Ziel der Mazda-Tour, verbindet. Viel zu schnell geht die ereignisreiche Tour über die Alpen zu Ende. Ja, es war eine großartige Tour. Hier einmal quer durch die Alpen mit jetzt über 3000 Kilometer. Einfach fantastisch. Es war ein pures Fahr-Event und es hat mega viel Spaß gemacht. Der Fahrspaß, die Kurven, das Ambiente, die Atmosphäre, das Wetter. Also das war von vorne bis hinten wirklich perfekt. Und vom Grundprinzip her möchte ich hier in Nizza noch gar nicht enden, sondern ich sag mal, eigentlich die Tour wieder zurückfahren oder die Küste hier noch weiterfahren. Einfach weiterfahren. Das, was wir uns gedacht haben, ist total aufgegangen. Kurve meines Lebens, Kurve MX-5, das gehört einfach zusammen. Wir sind super zufrieden. Die viertägige Tour über die Alpen war für alle Teilnehmer nicht nur die Kurve, sondern die Tour ihres Lebens. Ein Abenteuer, welches so nicht alltäglich ist. Wer auch einmal bei so einem einmaligen Event dabei sein möchte, der sollte die Augen aufhalten und mitmachen, wenn die Autobild wieder einmal bei einer der vielen Leseaktionen einen Fahrtraum für ihre Leser wahr werden lässt.